schönen guten Morgen aus Frankreich. Machen wir was. So, schönen guten Morgen aus Frankreich, Tag 3 mit unserer Nationalmannschaft. Und heute, so, ich schaue auch ganz arg aus, starten wir ein bisschen anders in den Tag. Ich bin zeitig aufgestanden, damit ich ein bisschen dieses Hotel auch ein bisschen ausnutzen kann. Ab geht's ins Schwimmbad, während der Jules, der Julian, noch schlaft. Heute Eröffnungsspieltag, Frankreich gegen Rumänien, und der Himmel über Frankreich ist blau. Ja, so lässt sich's in den Tag starten. So, und jetzt wecken wir mal den Peter Petersen auf. So, Zimmer 336. Schauen wir mal, ob er aufmacht. Housekeeping! Alter, das ist Trappel, Alter. Wir sind schon schwimmen gegangen. Alter, morning. Wir haben es, ich glaube, 8.30 Uhr. Hast du das Housekeeping gesagt? Ja, Housekeeping! Du hast es! Urecht, oder? Urecht, Alter. Kannst du eh noch ein bisschen? Wir fahren erst um 10.45 Uhr los. Ich mache mich jetzt mal frisch und dann können wir dann frühstücken? Ja, wann? Wann immer du willst, ich warte auf dich. Alles klar, wir schlafen noch 10 Minuten. Okay. Morgen. Jetzt sind wir doch noch zum Frühstück gekommen, haben ein bisschen gearbeitet und haben fast vergessen, dass die da um 10.30 Uhr. 9.30 Uhr. Zumachen, und jetzt wollten sie uns nichts mehr geben, aber wir haben uns durchgesetzt. Ja, und ich habe einen neuen Freund gefunden. Passend zum Shirt. Die Ananas. Ganz genau. Ja, boom, pineapple wine, you dollar 50 all the time. Da haben wir es jetzt. Das erste Mal Stau in Frankreich. Rettungsgasse bilden. Weißt du, was Rettungsgasse auf Französisch heißt? Le Gaste. Le Gaste, ja, genau. Ganz Le Gaste. Genau. Also wir bilden bitte eine Le Gaste. Kamera läuft. Ganz schön Kollegen stehen da. Ich muss jetzt arbeiten. Los geht's. Dazu sehr herzlich. Mit den Spielern gesprochen, was wir von ihnen erwarten. Auch diese Postings waren grundsätzlich vor unserer Besprechung. Also wir haben den Spielern keine Verbote in dem Sinn auferlegt. Darum hat es auch keine Rüffel gegeben. Aber wir haben ihnen ganz klar gesagt, was wir eigentlich nicht sehen wollen. Bei der Ilsanker noch ein Gespräch mit einigen Medienvertretern. Aber wir haben uns gedacht, wir schnappen jetzt mal zu. Chicken. Hündchen. Hündchen. Alaba postet zu viel oder nicht? Was sagst du? Ich habe noch nichts gesehen von ihm, also. Aber ich finde es gut. Ich glaube, dieser Rüffel war absolut übertrieben, also den gab es ja auch nicht demnach. Aber ich würde es auch ganz cool finden, wenn man ein bisschen reinschauen könnte ins Hotel. Wir dürfen ja nicht ins Hotel. Genau, aber gut, das werden sie schon aus irgendeinem guten Grund machen beim ÖFB. Wir sagen Mahlzeit, wo ich mein Essen eigentlich. Ach, drüben. Eine kurze Frage, was macht die Ananas hier eigentlich? Arbeiten. I had you back, lay next to you and kiss your neck, to feel your heartbeat next to mine. You don't know how much I miss the time. I know I did you wrong when I left that day. I just wasn't aware what this would do to me. I was the one to break our love into pieces, and now I can't believe it that you were far. Das erste Tor.
10 Sieger aus. Peter Pineapple feiert den Sieg der Franzosen, aber wie auch noch. Schaut er den mal an. Ja, ein überragender Tag, weil wenn man hier in Frankreich ist, dann und dann gewinnt der Gastgeber auch noch, und wir haben das so miterlebt. 2-1, unfassbar, was danach los war. Unglaubliche Stimmung. Ja, und jetzt schlägt unser Herz ein bisschen für die Franzosen. Paul Pogba. Viva la France, sagen wir, oder? Viva la France! Ja. Und allez les boys! Allez les Peter, boys. Du hast den Abschluss. Und da war ja noch was. Ah ja. Da war ja noch was. Au revoir!